Dieses Video ist für Zuschauer unter 18 Jahren nicht geeignet. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen. Hier ist wieder euer Heinz mit einer neuen Folge Far Cry 2. Ja, nachdem wir letztens die erste Mission hatten, nicht? Und dann dusselig angestellt, dann machen wir mal weiter und gucken, wie dusselig man es weiter einstellt. So, jetzt sollen wir hier irgendwie einen Diamantenkoffer finden. Blinkendes Licht zeigt Diamantenkoffer. Es blinkt schneller an, wenn sie... Was? Wenn sie ihn ansehen. Wenn sie sich nähern und bleibt an, wenn sie ihn sehen. Mit der Karte vorm Gesicht sollst du jetzt was filmen? Öffnen der Karte, ja. Da hinten sieht alles wie ein Koffer. Ich geh mal hin. Jo, haben wir Sie haben 1 von 200 Diamanten. Oh, das ist sowas. Und jetzt sollen wir in die Bar gehen, was? Ein Waffenladen bei Mike's Bar. Einen Besuch, um Diamanten neue Waffen zu kaufen und Ladehemmung aus. Ziel aktualisiert. So, das war jetzt hier ein Ziel. Nutzen Sie den Computer des Waffenladens, um neue Waffen zu kaufen. Aha. Na gut. Weitermachen. So, haben wir das denn jetzt in der Karte drin? Aha. Ach ja, dann doch da unten. Mal wirklich jetzt das Perspektive. Jetzt haben wir es drin, sehr drin. Jetzt müssen wir irgendwo zu Mike's Waffenladen kommen. Da können wir schon hinfinden. Nee, was machst du denn hier lang? Wir nehmen unseren Wagen, wir klauen mal hier nicht mehr weiß, was wir dann uns wieder verwickeln hier. In was wir uns verwickeln. Selber müssen wir ja. Ist sogar schön ausgeschildert. Nicht? Das ist also für so Touristen wie mich ist das ganz praktisch. Was ist denn jetzt? In der Stadt herrscht Waffenstillstand. Wenn Sie auf jemanden schießen, werden alle das Feuer auf Sie eröffnen. Finden Sie die Grenzen der Waffenstillstandszone. Oh. 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 Ne, sag mal. So, wir müssen mal explorieren, auch wenn wir noch ein Stück vor. Mensch, du, das ist hier verschlungen.
gut. Müssen wir wieder zurückkommen? Scheiße. Das hier Mike's Boss. Nee, stimmt doch. Ach, da auch. Stimmt. Dieses Gebäude ist ein Machenlohn. Ich denke, wir können hier auch. Lass mal gucken. Mensch, das ist, wie gesagt, das ist ja, da brauchst du. Aber wenn ich es nie empfindlicher mache, dann kann ich ja gar nicht mehr hier, weil dann hast du so viel Spielraum. Ich denke, Mike's Bar. Naja, wir gehen mal rein. Wegen Medikamente. Ich müsste doch unempfindlicher machen. Ich weiß auch nicht. Hm? Ah, Leute, ich muss ein bisschen, wie gesagt, weil solche Spiele. Optionen. Spiel. Um Controller finden. Ein bisschen. Ja. Nehmen. Ach, mal gucken. Speichert. So, zurück. Zurück. So kann man das besser machen. Nur mal gucken mal. Ja. Ah, hier können wir euch sparen. Wenn der Waffenhändler hier ist, bietet er eine Mission in anders die neue Waffe aus dem Freis. Aha, im Moment ist der Waffenhändler nicht verfügbar, später wieder. Ich dachte, wir kriegen hier Medikamente. Flammenwerfer und Molotov-Cocktails. Sturmgewehr, 6 Diamanten, die 4 Diamanten. Makarov, wir haben erst 1 Diamant, also hier haben wir ja noch gar nichts. Der Waffenhändler nicht da ist, ich denke, hier gibt es noch eine Bar. Ich dachte, hier kann man noch Medikamente nehmen. Das sind die Speicherpunkte. Ja, immer wieder zurück müssen. Ich werde ein bisschen mehr speichern, meine Lieben. Das ist, ja, machen wir hier so. Weißt du, haben wir einen Haufen geschossen um die ganze Strecke hier wieder fahren. Man weiß doch nie, wo man hier hinkommt. Das weiß man doch immer alles nicht. Ja. Gut, in Zukunft speichern ein bisschen länger, wärst du das wahrscheinlich. Ja, ich weiß es nicht. Auf Pause drücken. So, jetzt müssen wir mal gucken, ob hier muss er irgendwo, sollte hier eine Bar sein? Gehen wir mal darüber. Steht der Auto davor. Mike's Bar. Ne, da gehen wir erstmal in Mike's Bar. Da sollten wir da auch noch hingehen, sollten wir da. Wegen Pillen. Hä? Was ist denn nun? Aus der Station nicht mehr recht durch. Mission: Nutzen Sie den Computerwaffen, um sich neue Waffen zu kaufen. Den Computer haben wir da genutzt, aber. Und wir haben keine Waffen, oder hätten wir was anderes gucken sollen? Was anderes gucken sollen? Weil in Mike's Bar kommen wir jetzt nicht rein hier. Oder noch einen anderen Eingang? Nö.
Und vielleicht eine Pisti oder sowas kaufen. Da haben wir hier wieder kein Geld für Medikamente. Ah, oder geht's hier hinten rein? Hier ist ja auch noch eine Terrasse. Was ist denn eine Türe? Ah! Auch Hintereingang, den müssen wir benutzen, gell? Gott, oh Gott. Sieht ja aus, ja. Ich jetzt nicht. Jetzt ist ja keiner da. Wir sollten uns in Mike's Bar treffen. Wegen Medikamente. Jetzt kriegen wir keine hier. Oh, witzig. Oder was steht denn hier von der Flasche? Blinkt sie? Die blinkt da, die kann man nicht nehmen. Bin ich jetzt nicht ganz. Die blinkt, ne? Aber man kann sie nicht nehmen. Das versteht jetzt einer. Nee, ich verstehe es nicht. Wollen wir nichts machen? Hä? Also Leute, ich habe ein bisschen keinen Plan, habe ich hier. Wir gehen mal nochmal in Waffenladen und gucken mal, ob, gucken wir, hier schweben Bücher, hier schweben ein paar Bücher. Wir gehen mal in den Waffenladen, gucken wir, vielleicht müssen wir uns mal eine Pistole oder wenigstens irgend sowas kaufen, irgendwas für einen Diamanten. Ja, Zettel, das ist interessant, nee. Na, da gehen wir nochmal in den Waffenladen jetzt. Ich weiß ja auch nie, was man hier so richtig... Landschaftlich reizvoll ist es ja schon gelegen, aber... Weil wir sollen ja erstmal was kaufen. So. Okay. Achso, also, bim. Ja, wie kommen jetzt... Ach, R1, hier Waffen. Ach, wir haben ja 10 Diamanten. Alles zu. Handbücher, Ausrüstung, haben wir auch noch nichts. Ja? Was haben wir hier? Eine AK, eine Homeland 37, Schrotflinte. Ich weiß ja nicht, was man die Schrotflinte noch... Haben wir hier noch eine Makarov-Pistole? Wir haben 10. Seht ihr, man muss, ich guck wieder nicht richtig hin. Ich weiß ja gar nicht, was wir jetzt für Gewehr haben. Makarov. Und ob das besser ist, wie kann man das machen? Wo haben wir mehr? Rotflinte. Ach, die ist schon gekauft. Ach ne, bezahlen müssen wir da noch. Ja, wir nehmen erstmal bloß die Schrotflinte. Wir müssen jetzt nicht alles machen, oder? Dreieck bezahlen. Komm. So, Gesamt. Waffenübersicht. Sobald Sie eine Waffe gekauft haben, steht in der Waffenkammer neben einer unbegrenzten Anzahl dieser Waffen auch zur Verfügung. Sind immer in einem perfekten Zustand. Aha. Neue Verbesserungen freigeschaltet. Kriegen wir die jetzt irgendwann? Ach ne, Handbücher. Kann man Verbesserungen? Wie war das jetzt? Pff, keine Ahnung. Ja, ne, hier kommen wir keine Verbesserung. Oh Leute, ich muss ein bisschen probieren. Das tut mir leid, wenn die Folge leer wird. Okay. Aber hier gab es noch Handbücher. Ausrüstung. Homeland Präzisionsverbesserung. Achso, ne, dann nehmen wir die dort gleich. In Diamanten, wir kaufen das mal, so, bezahlen. So. Alles klar. Waffenkammer, stehen mit den was zur Verfügung? Ah.
Benni, warte mal, jetzt gehen wir erst wenn er dann hier nochmal rein und hier speichern, bevor wir irgendwas anderes machen. Den wir hatten, so jetzt gucken wir mal, warte mal, wo waren die Waffen? Die Waffen. Nee, hier. Oder die? Ja, wir können. Hier braucht man jetzt unsere Waffe. Verstehe ich jetzt nicht ganz. Da können wir das wechseln. Könntest du jetzt die Waffe wechseln? Das ist klar, aber ich denke hier. Dann zweimal. Hä? Jetzt haben wir eine Schrotflinte gekauft, denn nun? Kapier ich jetzt nicht. Das ist mir jetzt völlig schleierhaft, Leute. Wie kann man jetzt das Waffe wechseln? Legende, Journal, Verbesserungen, Jakalbänder, Spielon beenden, Kameraden. Zur Rüstkammer gehen und die neuen. Ach so, wir müssen die ersten abholen. Wo ist jetzt die Rüstkammer? Der hat gesagt, nebenan ist die Rüstkammer. Waffen noch? Hier vielleicht ist das die Rüstkammer. Ah, ja, Heinz, wir müssen alle lesen. Müssen wir ja. Zu welcher Waffen haben wir denn geholt? Was kann man hier alles einsammeln? Was? Noch nichts einsammeln, wie das ist? Noch nichts einsammeln? Wo ist denn unsere Waffe? Ach hier, guck okay, hier hängt sie bestimmt. Schönes Teil, hä? Mission abgeschlossen, du! Mission abgeschlossen! Neue Waffe! Können wir jetzt noch was einsammeln? Ah, jetzt können wir hier noch. Weiß zwar nicht, was das ist, aber wir nehmen es mit. Hier jetzt was? Nee. Nee? Das ist der Rüstkammer. Das soll der Mensch wissen. Sie müssen Spezialkisten kaufen. Ja, da gucken wir uns gleich mal draußen, wo jetzt die Waffe ist. Und dann gucken wir nochmal in Mike's Bar, weil irgendwo sollte man ja eine Medikamente kriegen. Ne? So. Gucken wir nochmal, hat man die jetzt hier? Ah, und wie wechsle ich jetzt aber? Jetzt habe ich die Schrotflinte gegen das Maschinengewehr getauscht, oder was? Das ist ja ein bisschen dusselig, oder? Ne, wir probieren mal. So, was müssen wir jetzt machen, Leute? Haben wir ein neues Ziel? Untergrund jemanden in Mike's Bar finden, der Medikamente besorgen kann. Gut. Ein bisschen langweilige Folge heute, aber wie gesagt, ich muss mich in solche Spiele mal erstmal reinfitzen hier. Das ist bei mir nicht ganz so gefallen. Bin eben auch nicht mehr der Jüngste, ne? Und das ist so, wenn man neue Sachen anfängt. Ah, jetzt steht einer hier, du! Wir gehen mal hin. Na, guck, jetzt ist er ein Tisch da, du! Guck, dort ist da unser Kumpel. Gehen wir, können wir mit ihm reden? Dies ist Ihr erster und bester Kamerad, er wird Sie während bestimmter Missionen kontaktieren und Ihnen alternative Wege zur Lösung vorschlagen. Als Belohnung können Sie Ihren Ruf steigern oder Ihre Unterschlüpfe verbessern. Oder Sie es geschafft haben. Ist gut. Achso, startet der Redner mit uns. Ne, da gehen wir mal zu den Jungs hier hinten, mal gucken. Hä? Verstehe ich jetzt nicht ganz.
Hey, Doktor. Ich war nicht sicher, ob wir uns wiedersehen. Ach so. Letztes Mal waren Sie sehr krank. Darf ich mich vorstellen? Mein Name ist Kabani Singh. Sehen Sie den Mann dort? Er kann Ihnen Malaria-Tabletten besorgen. Aha, jetzt kommen wir. Jetzt kommen wir zu dem Mann dort. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Ah, hier ist das Scheißband. Alles klar? Das ist alles, mehr habe ich nicht. Ah, was ist jetzt mit dem Ding? Wollen Sie es nicht zerstören? Ihre Freunde machen das sonst immer. Ihnen geht's gar nicht um die Bänder. Oh, jetzt verstehe ich. Sie kriegen Ihre Pillen in der Kirche von Pala. Der Priester dort wird Ihnen helfen. Aha. Sofern Sie rechtzeitig dort sind, geben Sie ihm das hier von mir. Man kann den Willen eines Menschen nicht brechen wie den eines Hundes. Je mehr man ihn... Jetzt müssen wir zur Kirche gehen, damit wir vorher nochmal speichern. Das auf jeden Fall. Leute, ja. Das mit den Bändern war ernst gemeint. Ich habe Ihre Hilfe nicht vergessen. Ich stehe zu Diensten, immer. So. Wir gehen erst nochmal speichern, Kollege. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Es hilft alles nicht. Bevor Sie aufbrechen, sollten Sie mit beiden Kameraden sprechen. Aha. Welche beiden Kameraden? Ach, da steht nur einer. Lass uns kurz quatschen. Aha. Das ist Ihr zweitbester Kamerad. Der wird sich entweder hier oder in einem freigeschalteten Unterschlupf aufhalten. Manchmal erhalten Sie Nebenmissionen von ihm. Wenn Sie im Kampf zu fallen drohen, wird er Sie retten. Schöne, da bin ich ja. Du bist dieser Neue. Dicker. Ich heiße Warren. Falls du mal Hilfe brauchst, melde dich einfach. Alter, geht los. Im Ernst, wenn die Kacke am Dampfen ist, brauchst du mich. Nicht da. Da bin ich schon mal gespannt, meine Lieben, ob die Missionen dann erfolgreich gekrönt sind. So, jetzt gehen wir nochmal an den Waffenleuten speichern. Ach so, da können wir das immer umtauschen. Ich dachte immer, weil die das am Anfang gesorgt haben, dass dann immer gleich zu sorgen auf jeden Kreuzdingbums drei Waffen liegen und dann. Weil bevor wir hier zur Kirche laufen oder so. So. Oh. Warte mal, wir können da einfach mal hier, dass man hier immer wieder. Ach, das können wir auswählen. Wenn wir hier unten anfangen. Ja. Oh Gott, wie viel hab ich denn schon? Ach, guck hier. Jesse, Bubsche, schon die Spiel speichern. Damit überschreiben wir an den Spielstand. Annehmen. Ich hoffe, der landet dann oben. Dann tun wir wieder von unten neu. Das ist noch von meinen anderen Versuchen, was ich da probiert habe. Wir gucken bloß mal spaßeshalber rein. Wie könnte man das wieder machen? Spiel laden. Aktualisiert Liste. Ah, da ist das wieder. Oben. Haben wir es jetzt so spät? Ja, das haben wir so weit. Gut. Das wollte ich bloß mal wissen. Ja, meine Lieben, da machen wir hier erstmal Schluss an der Stelle. Haben wir neue Waffe, Medikamente immer noch nie. Ich weiß, war ein bisschen langweilig, aber wie gesagt, ich muss immer erstmal ein bisschen mich reinfitzen in die Spiele. Ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht. Ich freue mich wie immer, nette konstruktive Kommentare, Däumchen nach oben, einen oder anderen Abonnenten. Und wenn ihr nicht verpassen wollt, wie es hier weitergeht, dann macht die Glocke an. Ja, danke ich euch fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Heinz.